Okay, dann lasst uns gehen. Ich halte das schon auf die Straße. Geht schon mal vor. In dem Erdgeschoss. Ich auch, komm nach. Gehen wir noch schnell in die Toilette rein. Soll ich schon rüber sprinten? Nö, nee, warte noch. Wo ist dein Zipfel? Kommen wir jetzt auch runter. Ah, die Fallcabinets, hier könnten wir eigentlich noch machen. Was braucht's Geld, wenn er leise abzückt? Yes. Also hier kann man von der einen Seite auf der anderen Seite durchgucken an die Bäume. Also muss drüben oben schon einer drin gewesen sein. Definitiv. Wer ist geschwungen? Ich. Da jemand läuft. Gebüsch? Nein, wo? Draußen. Blech. Der ist oben. Blech oben drin. Wo seid ihr? Unterste Stockwerk, ich stehe jetzt unter der Treppe. Ich bin noch im Erdgeschoss. Das sind mehrere, oder? Hört sich nach nur einem an. Gebüsch? Um. Ich bin tot. Okay. Ich weiß nicht, wie er die jetzt geworfen hat. Keine Ahnung. Wir sind beide tot. Was ist er beide tot? Der hat sofort eine Granate direkt hier zu Björn geworfen. Ja, und du? Sofort erschossen. Das ist jetzt sehr komisch. Derjenige, der die Granate geworfen hat, dürfte ein Cheater sein, aber ich weiß es nicht. Ach. Warte mal. Da war irgendwie drin gewesen. Hm? Wie hieß denn dein Killer? Lukasa. Ja, meiner auch. Also der hat oben. Also ich habe noch nichts gemacht, also ich habe jetzt nur Toskin noch an. Einer ist tot. Zweiter lebt noch. Doch zwei. Und Leute, schon wieder hat mir der Helm das Leben gewettet. Oh, Lukas hat mich auch sofort getötet, ey. Keine Ahnung, ob der Typ ein Cheater ist oder nicht. Dann wäre ich schon tot, wenn es ein Cheater wäre. Aber der hat sofort gewusst, wo wir beide waren. Naja. Wie geht's dir, grüß dich? Die beiden waren bestimmt hier in Zweierdorms gewesen. Hier in Zweierdorms gewesen. Die ganze Zeit. Ja, eigentlich hätten sie dort Björn eigentlich sofort erschießen können, weil die Ecke, wo er sich dahin verkrochen hat, ist sehr gut einsehbar von dort.
Der Fisch ist wichtig, Uni. Der Fisch ist wichtig. Er sitzt da irgendwo links um die Ecke. Du, ich krieg einen Besuch, ich muss raus. Jo. Dankeschön und bis später. Bis wieder mal. Tja, grüß dich. Ja, liegt, habe ich auch schon überlegt. Aber das kriegt er mit. Ich habe gesagt, der Fisch ist wichtig. Du zuckersüße Honigblüte, wer schleimt denn da? Nicht an der Schleimspur ausrutschen, gell? GG! Koni, vielen lieben Dank.
It's coming near. Bist du schon rübergesprungen? Ja. Ich glaube, ich habe Kontakt. Wo? Oh mein Gott, nicht hier. Minus! War oben schon! Weiß nicht, ob ein zweiter noch kommt. War ein Skeffi. Nein! Oben im dritten Stock! Sah für mich aus wie ein Skeffi, den ist du erschossen hast. Kein Skeffi. Hat eine SKS und einen großen Rucksack an. Da wette ich mit um. Okay. Tausende Rubel, das ist kein Gefühl. Nee, das war eine SKS, Hatschik. Aus. Blut. Ja, Spiele. Leider ein Level 5 steht am Arme. Level was? Level 5. Holz? Da Holz ist noch einer. Nicht. Da ist noch einer. Richtung. Ich hör. Oh, wow. Minus. Er oder du? Wenn ich Minus sag, also ist der andere tot. Wow. Bist du jetzt wieder unten bei mir? Nein, oben. Aber ist halbe Treppe runtergegangen. Ja. Leck mich am Arsch! Blöden Erschrecker hier immer. Ist hier noch einer? Alle guten Dinge sind drei. Auch Level 5. Du angelegt gerade, oder? Wahrscheinlich schon, ja. Wahrscheinlich. Mehrfach mache ich das. Ah, jetzt höre ich den mit mich hoch. Geht's Richtung lange Treppe? Kontakt! Wo? Bei mir unten Erdgeschoss. Wo wir rein sind. Definitiv. Schaltet um. Das bin ich. Ja, trotzdem. Geht. Läuft. Gar nichts. Ich hab die ist draußen. Richtung. Habt einen Gang. Kommt jetzt rein. Nee. Springt irgendwo. Läuft Richtung Mitte. Schaut, was du den Innenhof siehst. Ist jetzt aber. Jetzt läuft Richtung Innenhof. Schaut's aus. Wo ist er? Bei der Feuerwehr. Feuerwehr? Ja. Zehn. Minus. Minus. Nein. Ja, von uns beiden. Ja, ich glaube, das war ich. Sehr gut, Martin. Stehst du halb auf der Treppe? Jetzt gehst du? Ja, jetzt gehe ich. Okay. Alles sicher.
Ja, ich hab ihn. Das ist mein dritter Kribber. Wo bist du? Du gesagt habt, dass dann ich bin was. Warst du gerade irgendwo ein Step? Ich nicht hier, also innen nur innen. Ich war nicht auf dem Balkon. Also. Das ist gefoffig, ja? Völlig bewusst. Aber schon dem französischen Dorf. Morning, packen wir es dann noch draußen. Ja. Zur Erklärung, früher ist es ganz oft passiert. Du hast irgendwas rausgeworfen und auf einmal ist es im Boden verschwunden und war weg. Also das ist, wie gesagt, deswegen sind da die alten Hasen hin und wieder noch ein bisschen vorsichtig. Passiert jetzt eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Das Einzige, was uns jetzt mal passiert ist, dass es unter einer Zeitung verschwunden ist. Aber gefunden haben es dann trotzdem noch. 5000 Points, 3 Spieler, was will man mehr, gell? Musik